Und willkommen. Jetzt habe ich gerade die falsche Version geöffnet. Zu MyTest Creator Server Let's Play Folge 24. Nein, das war das Falsche. Bin wieder da. Okay. So. Gucken wir mal, wie weit wir jetzt noch beim Dach kommen. Halbes Stündchen haben wir ja. Zuallererst. Ist auch echt halt wieder diese Ungenauigkeit beim Anvisieren. Warum habe ich jetzt hier genau die gleiche Ungenauigkeit wie bei Version 5.2? Ey, MyTest, ich verstehe dich nicht mehr. Komm mal klar auf deine, weiß nicht, Komplexe. Egal. Ah, super. Hoffentlich wird das gefixt. Egal, jetzt bellt der Hund draußen rum. Warum? Was ist denn hier los hier? Ich glaube, die rauchen zu viel. Hä? Ach, schau mal an, mit dem Replacement Tool kann ich auch runterfallen. Nein. Kann ich auch in mir selbst bauen. Ach komm, leg mich. Du Arschgetreide. Perfekt. So. Hier kommen jetzt Querbalken einfach nur. Genauso wie hier. Was? Ich schlag dich, bis du stirbst. Ich schlag dich, bis du. Okay. Ich möchte sterben. Jetzt sofort. So dumm zum Holz verlegen hier, ey. So. Haben wir direkt Holzbretter dabei? Nein, haben wir nicht. Danke. Komm ich eh nicht wieder ran. Oh Scheiße. Hallo? So. Was eigentlich kann ich auch. Solange wie wir bauen, kann ich dann mal machen. okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal das. Baue ich ein flaches Dach oder ein hohes Dach? Also quasi 45 Grad oder 22,5 Grad. Ich glaube, also beziehungsweise die Spitze 90 Grad oder 45 Grad, aber also jetzt von egal. Ich glaube, ich brauche spitzes Dach. Also wird es immer um 1 höher, nicht um halb. 1, 2, 3. Oh Gott, leck mich halt. Ach, Mann. 1, 2, 3. So, und hier kommt dann wieder das Ding. Was? Mann. Ich hasse dich. Oh. 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 Also wenn ich runterfalle, sterbe ich zwar nicht, aber es gibt ein paar Schmerzen.
Perfekt. Perfektion. Arsch. Hallo? Hallo, ich bin's. So, perfekt. Da haben wir hier das Dach schon mal. Dann kommt jetzt, ja, die Ziegel. Die Ziegel haben wir bereits geholt, ne? Nein. 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 Haben wir schon? Doch, wir waren noch extra in der Wüste dafür. Dachziegel haben wir bereits. Nein. Ja, perfekt. Was? Hat sie nicht mehr? Ach nee, wir haben ja nur für die Wand hier die Ziegel geholt. Ist natürlich ein Träumchen. Stimmt, haben wir uns überhaupt schon entschieden, aus was wir überhaupt das Dach machen? Das Marmor war für die Inneneinrichtung. Dach. Dach, Dach, Dach. Aus welchem gottverdammten Material machen wir jetzt das Dach? Was würde denn gut aussehen? Wir haben einen grauen Boden und rote Wände. Da bräuchten wir jetzt irgendwas, was dann wieder einen Kontrast zum Rot hat. Also einen richtig starken Kontrast. Obwohl, eigentlich rein technisch gesehen würde das ja auch schon eigentlich auch schon ausreichen. Die Sache ist halt, ich kriege halt aus dem das Grundmaterial nicht mehr wieder zurück. Das heißt, das ist quasi jetzt verloren. Wir müssten also dann nochmal in die Wüste gehen und nochmal rotes Gestein holen. Oder wir sagen nein. Wir machen das aus einem anderen Material. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie Ziegel. Also diese roten Ziegel, also diese Bricks quasi. Aber da brauchten wir Ton, Lehm. Und den haben wir aber schon komplett für Marmor verbraucht. Genau, da haben wir nichts mehr. Beziehungsweise doch, wir haben sogar noch Lehm. Aha. Da könnten wir also ein Dach draus bauen. Warte mal kurz. Wie groß ist denn unsere Grundfläche? Wie groß müsste denn das Dach sein? Also, wir haben eine Grundfläche von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19 für das Dach, also ungefähr 20, mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also 220 für das Hauptdach und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mal 7, oh Gott, ich will schlecht im Kopf rechnen, keine Ahnung. Aber ist ja kein Problem. Was? 13? Was kommt die Zahl her? Alles löschen, ich möchte bitte. Was zur Hölle? 7 mal. Geht doch, 13. 91. Heißt also, wir brauchen ungefähr. Also mindestens 300 Dingsabunster. Und jetzt kommt's. Für 300. Achso, erstmal noch wieder auf dem Homescreen zurückgehen. Ich finde das voll nice mit den Rechnern hier. Vor allem, dass die halt auch wirklich funktionieren. Siehst du, weiß ich gar nicht. Create no mail account for player. Achso, ist also ein anderer Account als meine Mail-Mod benutzt. Schade eigentlich. Egal.
Das heißt, wir brauchen 300 Steine. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Oh, was schreibe ich hier für eine Scheiße? Danke. Okay. Da, da. Genau, hier ist 4 zu 3. Das heißt, um hier von 200 zu bekommen, 220, bräuchten wir 150 hiervon. So. Und hier hätte ich dann gerne so ein flaches Dach. Also etwas, was halt nicht 90 Grad runter, 45 Grad runter geht, sondern 22,5. Das heißt, wir bräuchten da dann nochmal diese kleineren Schrägen plus die hochgesetzten kleineren Schrägen. Und da ist es so, eine kleine plus eine hochgesetzte kleine ist genau ein Block. Das heißt, wir hätten da nochmal 91, also 90, wenn 45. Also quasi 150 plus 45, also bräuchten wir von dem Lehm quasi bräuchten wir quasi 195, also knapp 200. So viel haben wir, glaube ich, noch nicht. Oder? Mann, da. Ne, da brauche ich noch ein bisschen. Was aber kein Problem ist, wir wissen ja, wo es ist. Die Frage, die mich jetzt gerade ein bisschen wundert, kann man hieraus wieder diese Lehmkügelchen machen? Weil die brauchen wir ja für diese, weil hier müssen wir ja backen. Ja, brauchen wir wieder. Okay. Also wir brauchen noch ungefähr, ich sage jetzt einfach mal, mindestens 30 Stück brauchen wir noch. Für Lehm braucht man eine Schippe, ne? Um Lehm abzubauen. Ich mache mir einfach mal eine Schippe. Nein, da. Danke. So, dann würde ich mal sagen, auf los geht's los. Ich spüre es. Ich spüre es in meinen Füßen. So, war hier noch irgendwo Lehm? Lehm, Lehm. Ja, da hinten ist noch Lehm. Hier vorne ist noch. Ich gehe erstmal hier hin. So, mal auftauchen, ein bisschen Luft holen. Sehr schön. Ich habe nicht zufällig eine Fackel dabei, oder? Nein, natürlich nicht. Ich habe nicht. Könnten fast 30 Blöcke sein. Ne, sind sogar schon viel mehr als 30. Egal, wo ist zwei noch? Da, vorne war noch eins, das nehme ich auch einfach mal mit. Because I can. Und because wir sowieso schon fast tot sind. Ob wir keinen Äpfel dabei haben. Das nicht gut. Die Scheiße dunkel drinne. Hä? Oh, das Ding ist hier wesentlich kleiner. Hallo, kann ich bitte rein? Ja, es war viel kleiner.
Ding. Gut, gehen wir jetzt direkt nach Hause. Achso, ja, zum Rennen habe ich zu wenig Nahrung. Danke dafür. Angelikus Merkelus. Äpfel, gib mir Äpfel. Ein Lied nur Äpfel. Äpfel sind bei Nitro. Ja. Okay. Genau. Lehm. Schmeißen wir jetzt direkt hier rein. Wir brauchen Kohle. Siehst du, jetzt macht es sich auch bezahlt, dass wir so viele Öfen haben. Wir können jetzt quasi alle Öfen gleichzeitig betreiben. Finde ich ganz geil. Das heißt, du kommst da raus. Alles. Alles. Heilige Scheiße. 10. Alles da rein. 10. Alles da rein. 10. Nee. 10. Jetzt wird es ja auch schon warm in der Wohnung. Ich meine, gut. Wir haben noch kein Dach. Von daher steigt die ganze Wärme quasi direkt gleich in die Atmosphäre auf. Ist natürlich super gut für die globale Klimawärmung. Aber wir sind daran nicht schuld, nein. Sehr schön. So. Können wir das hier in der Klimawärmung noch ab und zu mal nachlegen, wenn wir merken, okay, es neigt sich dem Ende. Apropos Ende merken, neigen, wie viel Kohle haben wir eigentlich noch? Eigentlich müssen wir noch genug Kohle haben. Okay, also hier haben wir nur noch 13. Aber draußen haben wir doch noch welches, oder? So, was haben wir da noch drin? Da haben wir gar nichts mehr. Hier haben wir bloß. Hier haben wir auch nichts mehr. Gut, du kannst vielleicht mal mit, wenn du eh leer bist. Ne, hier ist nichts mehr. Keine Kohle, kein nichts, kein gar nichts. Das heißt, uns wird tatsächlich langsam die Kohle knapp. Heilige Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, super. Kann heiter werden. Das heißt, hier kommen nochmal 10 rein. Und dann nochmal 10 rein. Dann nochmal 10 rein. Und dann nochmal 10 rein. Und dann nochmal 10 rein. Und dann nochmal 10 rein. Easy. Okay. Gut, das heißt, wir brauchen, Maria Josef, 200 Brick-Kack-Dinger. So, für 200 Brick-Kack brauchen wir also 800 von diesen kleinen Ziegeln. Bei 6 Öfen wären das also 100. Was? 133? Nein. 800? Bei 6 Öfen. Doch, 133. 800 durch 6 Öfen. 133, doch. Ah, ist gut jetzt. So. Das heißt, genau, wir brauchen quasi hier noch 2 Stacks und müssen die jetzt sauber auf 6 Öfen aufteilen. Das geht natürlich wunderbar gar nicht. Macht aber auch nichts. Wir machen einfach 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, easy. Du kommst da noch mit rein. 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 Easy. Easy. Okay. Das heißt, wir haben dann genug Dexter-Monster und haben sogar noch 27 Kohle übrig. Naja, wir werden nicht alles verbrauchen, weil eine Kohle reicht für 11 Blöcke. Ja klar. Sag 11 und Sag 4, macht doch voll Sinn. Ja, reicht für 11 Blöcke, das heißt, wir brauchen jetzt hier zum Beispiel noch 6 Stück, haben aber 14 drin. Was nicht wirklich Sinn macht.
Was? Komm, bleib einfach dran. Geh mich auf den Sack. Du Sack. So, dann können wir quasi mit dem Dach schon mal anfangen. Ich weiß auch gerade gar nicht, vielleicht. Vielleicht produzieren wir jetzt am Anfang schon gleich. Ich breche mal hier an der Stelle. Reicht erstmal. Zur Not schmeißen wir nochmal 3 Öfen so an, aber jetzt 6 Öfen auf Dauer Feuer brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir haben das mal genug, damit wir schon mal sinnvoll anfangen können. So. Immer her damit. Okay. Das heißt, da. Achso, ja, so. Was laber ich hier eigentlich? Ja, ich glaube, wir haben schon viel zu viel. Also nichts, aber wir brauchen gar nicht so viel. Weil eben, wir haben eine Grundfläche von 220, aber wir machen ja gar keine Treppen, sondern wir wollen ja diese Schrägen machen. Und da brauchen wir ja nur Verhältnis nicht von 3 zu 4, sondern von 1 zu 2. Heißt also, wir brauchen nur 110 für das Hauptdach. Ja, süß, passt es ja. Gut, Säge, ich komme. Haben wir schon 110? Nee, ne? Ja. Wir haben erst. Man kann ja danach zum Glück wieder fusionieren. Das finde ich ganz cool. Ach, was tue ich schon wieder? Was tue ich hier schon wieder? Mann! Ich mache die ganzen Pflanzen hier platt. So, was wir brauchen, wären diese super genau die. Da brauchen wir genau 2 Stück davon. Würde ich ver. Oh! Das. Danke. Nein, danke. Danke. Nein! Oh Mann. Krieg eine Krise. Hä? Okay. Was? Aber warum? Hä? Warum ist das schon auf 2? Du Sohn, kann man nicht gleich 80 eingeben? Nein, kann man nicht. Du bist ein Hurensohn. Ah. Guck mal, klar auf dein Leben, Alter. Ernsthaft? Scheiß Säge, Alter. Die zersäge ich gleich und zwar richtig hardcore. Ah, siehst du, wir brauchen ja auch noch oben fürs. Ein bisschen brauchen wir noch von diesen Spitzdingern, die hier von die quasi oben spitz zusammenlaufen. Also wären das dann der welche eigentlich? Die hier. Ziegelblock, nein. Nein, ist das richtig? Das müssten die eigentlich sein, aber so viel brauchen wir nicht. Wir brauchen nur, was hab ich gesagt? 11 mal, nein, 20, nein. Doch, 11 mal 20 hatten wir. Also brauche ich davon 20. Wie viel bekomme ich von einem? Von einem bekomme ich 8. Bekomme ich 16. Was soll's? Hör damit. 24. Bam. So. Haben wir noch ein bisschen Überschuss. Wer weiß. Vielleicht können wir es irgendwann gebrauchen. So. Und die Frage ist, wie setze ich die jetzt am dümmsten, damit die auch wirklich sauber sitzen? Ach, das sind die. Nein, die wollte ich nicht. Ich sterbe. Vor allem gleich wirklich. Wow. So? Nein. Nein. Wie muss ich die denn jetzt anordnen, damit das ist, was ich haben möchte? Was? Oh Mann. Hä? Hä? Gib mal her. Wie muss ich die anordnen, damit ich das bekomme? Man muss was? Nein, ich will die einfach nur direkt. Was? Das heißt, aus den kleinen kann ich gar nicht so eine große wieder. Willst du mich verarschen? Okay, ich verstehe schon.
Ich lebe mein Leben. Kann ich hier wenigstens hier wieder in die Säge reinschmeißen? Ach, wiederverwerten. Auch nicht. Rest. Wiederverwerten. Was ist denn bei wiederverwerten? Was kommt denn bitte schon bei Wiederverwerten rein? Tschüss! Ich rede nicht wieder. Okay, also das Ganze nochmal. So, wo sind jetzt die Dinger, die ich brauche? Nein. Ich. Boah. Funktioniert so nicht. Dann gucke ich mal kurz, ob man das hier so machen kann. Was wir bräuchten, wäre quasi genau. Die gibt es gar nicht? Oder halt nicht, dann machen wir halt ein flaches, flache Kacke. Die hier. Da brauchen wir dann aber auf der 3. Genau. Ist das eine Scheiße. Ist das ein Mist. Okay, komm. Ja, dann hoch mit dir. Dann machen wir halt nur einen kleinen Abschluss hier so. So quasi so hier. Easy. So, und jetzt kommen die eigentlichen Schrägen ran. Das wären dann die hier. Und da arbeiten wir dann nämlich mit dem Replacement-Tool. Das heißt, wir setzen hier erstmal eine hin. Und jetzt sagen wir, kopieren, einfügen, einfügen, einfügen. Bzw. fangen wir einfach hier unten an. Einfügen, einfügen, einfügen. Oh, haben wir schon richtig gemacht. Sehr schön. Oh. Ja, das war klar. Das musste. Oh, komm, du Alter. Ich möchte sterben. Also, das heißt, wir kommen nie wieder hoch. Wir müssen also aufpassen. Ist aber sich auch nicht weiter schlimm. Nein, Alter. Ich vergaß mal, mein unterirdisches Skills ist alles schlimm. So, hier müssen wir später aufpassen, weil hier kommt ja noch das andere Dach dann drauf. Wie das denn von der Anbindung her angebunden wird. Das heißt, die quasi können hier auch wieder weg. Da müssen wir später erstmal schauen, wie das wird. Ja, du auch. Das wird dann später ein bisschen tricky. Da müssen wir gucken. So, aber hier können wir auch erstmal wieder diese Schrägen machen. Kopieren, einfügen. Einfügen. Einfügen, einfügen, einfügen. Nein, da bitte nicht. Hier.
Sehr, sehr schön. Einfügen. Ey, mit dem Replacement Tool Dach zu bauen ist so einfach. Und sowas fällt irgendwie indirekt in Vanilla Mindtest. Sowas fällt irgendwie. Aber gut, ich meine, da gibt es ja eine Mod für. Von daher. Pff. Muss man das jetzt nicht unbedingt auch bei Vanilla einfügen, wenn es das als Mod gibt, dann kann man das ja auch als Mod verwenden. Von daher reicht das ja so vollkommen aus. So, na komm. Sehr schön. So, die eine Seite des Dachs ist damit schon instant fertig. Das gefreut mir. Aber, Gott, ist das hoch? Scheiße. Komme ich gar nicht ran. Ich hatte eine Leichtigkeit von hier unten. Warum ist das so hoch? Was tun wir hier? Alter. Da brauchst du hier so hohe Gebäude. Na komm. Ich töte dich. Och man. Danke. Arschgeburt. So, damit hätten wir die Seite schon mal fertig. Ich mache mal noch von unten welche ran. Jetzt brauche ich aber echt mal irgendwie Erde. Irgendwie mal Erde. Damit wir uns da auch ein bisschen besser hochbauen können. Was tue ich? Was soll das? Was passiert hier? So. Danke. Ernsthaft jetzt? Ist das gerade wirklich passiert? So. Ja, hier fehlt es natürlich noch. Hier muss ich dann separat noch mal rangehen. So, das gleiche nochmal hinten. Perfekt. Ne, hier nicht. Da. So. So. Ja, das war das Dümmste, was ich schaffe in meinem Leben. Perfekt. Absolut perfekt. Na, hier wird natürlich noch der Dings da drum da. Das mache ich einfach mal so und dann mache ich hier Kopier. Was war das? Ich habe Angst. Hier kommen komische Geräusche. Na komm. Schnauze jetzt hier. Spaß. Nee, hier muss ich wieder, kommt jetzt bitte die Ecke wieder rein. Okay. Das heißt, es ist so erstmal in Ordnung. Ja, das restliche kommt, das restliche, ja. Das restliche Dach machen wir in der nächsten Folge mal weiter. Das Haus ist jetzt auf jeden Fall schon mal ideal ringfest. Träumchen. Und sinnvoll. Och Mann, ich schau nicht rot. Mal direkt wieder nach oben rein, du regst mich auf. Stein mache ich mal direkt. Nein, doch. Ja. Sand hat im weitesten Sinne auch was mit Geröll zu tun, von daher easy. So, kann ich euch nämlich hier rausnehmen? Ja, und dann machen wir nächste Woche dann weiter mit dem Dach. Hier mit der Kante, hier mit dem Ding. Und natürlich mit der Anbindung an das Hauptdach. Also quasi den Übergang zwischen den beiden Dächern. Easy. Was kommt hier rein? Du kommst da rein.
hier kommt das rein und ja, Leben müsste ich eigentlich auch hier reinmachen, aber wir haben davon so viel, obwohl, kommt jetzt ehrlich. So, hier kommen die ganzen Scheißdinger rein. So, so. Da. Ne. Da. Da, da. Da. Da, da. Ja, was ich mit dem ganzen Gras mache, weiß ich noch nicht. Das ist erstmal im Inventar. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann alsbald wieder. Wobei ich merke gerade, ich verhungere gleich. Ach, machen wir nächste Folge. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder in unsere Standardposition. Also hier rein und guck nach da. Warum auch immer. Weil das Wasser da so schön aufblitzt immer. Dann würde ich mal sagen, ja. Sehen wir uns nächste Folge wieder. Die dann irgendwann nächste Woche wieder kommt, logisch. Von daher, bis dahin, mit Schau, Schau mit V. So, tschüss. Jetzt geht. Verpisst euch. Hallo, ey.